Wie so öffentlich ist das zum Glück nicht, nur damit nicht jeder zu Besuch kommen kann. Genau, außerdem nimmt er den Dienstboteneingang. Das ist denn der offizielle Weg. Den jeder nehmen muss. Wie langweilig. Ich hab so an den ganz offiziellen gedacht und nicht an den. Ich hab gedacht, das wäre immer der Hintereingang. Flüchtlingslager. Gucken, was ich hier noch so nebenbei auf die Beine stellen kann. Ach, hier kann ich einen Sehnempfänger hinstellen? Wieso kann ich hier einen Sehnempfänger hinstellen? Seelen angeschwurrt? Oder an den Bischof Meier. Water für Glas. Alles klar. Dann machen wir das doch mal, ne? Telefon d'Avignon. Also direkt ohne Umwege zum Ziel. Ah! So, so. So wird das gemacht. Alles mit Trick 17. Mhm. Ach, Moment. Das Ding brauche ich noch. Nehmen wir beide mit. Leiche! Oh Leiche! Oh du Leiche! Da ist sie ja! Grüße dich, die Oskuren, wie geht es dir? Nimm doch erstmal die Haut von der Alten. Habe ich doch schon abgezogen. Da habe ich sie gleich gebrutzelt. Egal. Von der nehme ich jetzt auf jeden Fall Haut. Die Haut habe ich denn jetzt? Ja, einmal. Warte, Mann und Söhne. Und mal nichts dran ändern. Alles Business und bei euch, ja. Fühl mich heute nur so ein bisschen im Arsch. Aber ansonsten, gut. Wie gut, dass ich den geilsten Arsch der Welt habe. Ich war mein Schatz. Seele extrahieren. Dahin. Seele heilen. Wie war gestern die Arbeit, dieses Kuchen? Ich hoffe, geschmeidig und geflockt. Und Seelenbeschuss. Boah, dann nehmen wir hier nochmal die Leuche raus. Zieht ihr das Fell über die Ohren? Gut.
Arbeit spannend wie immer. Ui. Das ist hart. Dort ist hart. So. Ach, ich rüste ihn so drüber auf. Da, 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 da. Mensch, die sieht richtig nice aus. Ist ja voll schnieke. Mit einem dufte Knorke. So, dann kann ich jetzt hier professioneller Heiler noch freischalten. Zack, jetzt habe ich... Ey, Spiritualismus habe ich jetzt voll fertig. Voll ausgelernt, ey. Premium-Waschmaschine. Premium-Seelen-Waschmaschine. Wenn schon. So viel Zeit muss bleiben. Oh Mann, dafür brauche ich jetzt auch noch die dreimal Glas. Oh, Nerv. Nerv-Kurzbrech, wirklich. Aber dafür muss ich erstmal wieder Glas schmelzen. Wofür brauchte ich jetzt Glas noch? Außer für das? Wenn man für euch beide arbeitet, hat man keine Zeit. Ja, definitiv. Die nächste Leiche wird bestimmt so eine Premium-Leiche von Fiana. Anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Jetzt machen wir nochmal Arena. Das hört sich gut an. Ich weiß nicht, Heil von Trickheit, der sieht aus, als ob er auf dem Balken knattert, ey. Aber gut, setzen wir mal dran. Wenn ich das andere vergessen habe, aber egal. Nee, von Lust nicht. Lust machen wir noch nicht. So. Was, die gehen auf mich? Was hab ich euch nur getan? Fiala und Dios Kuchen böse angucken. Boah, Fiana hat mich fertig gemacht. Fiana, was hab ich dir nur getan? Kannst du mir das bitte mal erklären? Ich bin doch immer so lieb. Es trifft mich hart in Seele. Kleine Sarah konnte sich raushält, der kommt dann von hinten und erschlägt alle. Oh, jetzt vier einer und dieses Kuchen. Aragorn hat gewonnen. Sehr schön. Nee, Dios Kuchen bei dem Arena-Spiel funktioniert das leider nicht. Habe ich schon mal getestet. Wie kein Pudding bekommen. Ich habe dem Esel Pudding mitgeschickt. Wo schicke ich ihm nochmal Pudding mit? Der wohl gar nicht an hier. Die anderen wurden überrannt. Wer hat eigentlich Alisea umgebracht? Du hast deine Ma umgebracht? Wie kannst du nur? Dummer Zufall, sie stand im Weg. Wow. Das ist hart. Sie ist mir in den Schuss gelaufen, ja klar. Dann hat der Esel den Pudding unterwegs gegessen. So ein Frevel, du. Schande! 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 Nee. Das heißt, ich kann doch die Seebehälter hier doch auch dann so aufrüsten, oder? Ich nebenbei noch was zu tun. Wenn ihr Rübchenpudding macht,
Rübchen? Hä? Rübchenpudding? Was ist denn? Rübenpudding? Mohrrüben? Wieso Mohrrübenpudding? Ich mach doch kein Mohrrübenpudding. Nicht für Fiana. Also. Kriege ich das Postwenden zurück, ey? Mit einer Sprengfalle. Super. Nee. Definitiv nicht. Sowas gibt's bei mir nicht. Sowas kriegt Fiana auch von mir nicht. Mohrrübenpudding. Also. Nee. Nee, 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 nee. Quatsch, das muss ja hier drinnen bleiben. Da kann ich ja nicht drauf zugreifen. Hat aber der Esel verspeist. Ich habe ihm das aber nicht mitgeschickt. So, polierter Marmel. Steinbruchporten. Ups. Wisst ihr, hier könnte ich auch mal Zombies beauftragen, ne? Ich habe ja noch so zwei, glaube ich, rumliegen. Eieieiei. Dass man hier nicht alles leisten muss. Das als Friedhofswärter. Ich glaube, der wollte nur Fiana ärgern, damit sie keine Leichen mehr zum Abholen bereitstellt. Alter! Sabotage! Sabotage! Siehst du, ich glaube, ich brauchte das Glas hier für den Seelen-Dings und Bumsen. Wenn ich das. Ne, wenn ich nicht, ne, dann ich nicht, ne? Ah, furchtbar. Komm, ich habe einmal Glas. Zack, hinstellen. Ich weiß nicht, was das Ding machen soll. Meiner Bar. Ja, stimmt. Könnte ich auch mal gucken. Der Esel will ja hier sowas machen, ne? Also. Müssen wir auch noch machen. Oh, die Deluxe-Ware ist da. An der Bar kann man genug Seelen ernten. Ja. Definitiv. Oder schlechter die Seele dann? 90% noch, ne? Seele heilen! Hä, die benutzt jetzt gerade drei Sachen davon? Interessant. 61%. Und Abschuss! Jetzt. Fünf Seelen habe ich jetzt. Sündenscherben. Wenn ich mal verkehrt. Leiche nehmen. Das ist definitiv ein Deluxe. Das gibt einen großen Eimer Schokopudding. So. Ich mag voll das Krematorium, ey. Schädel? Ne, hier kann ich das nicht machen. Hm.
schauen? Seelenempfänger. Pudding geht immer, ne? Fiana, Pudding ist geil. Machen wir mal hier rein. Vielleicht vorne noch? Nicht, dass der die Seelen meiner Leichen frisst. Seelenempfänger hinstellen. Das ist eigenartig. Ja, 100%ig unter der Kirche kann ich auch hinstellen. Nee, ich glaube eher hier nur unten. Weil das hier ist oben. Also nee, hier oben kann ich auch einen hinstellen. Denk mal, wo ich nur groß drauf Zugriff habe und dann halt unten nur. Aber ich brauche dafür definitiv einiges an den Gläsern. Wofür sind die Teile? Ja, wenn nicht in der Bar, dann halt im Keller. Richtig. Flächendeckend muss es sein. Ja, aber was sollen die machen? Kriege ich dann die ganze Zeit Seelen zugeschustert? Oder ist das dann die Reparatur dafür, dass die Seelen rüberfahren? Aber das kann nicht sein. Wofür sind die? Oder kriege ich dann Leichen ab sofort dann per Post geschickt? Per Seelenextractor? Komisch. Kann ich hier oben auch noch hinstellen? Hier kann ich auch einen hinstellen. Nicht nur in meinem Haus, sondern auch draußen. Hier nicht. Hier, ja. Ich habe das Gefühl, da wo meine Zombies langlaufen. Wäre eine Theorie, ob sie dadurch besser werden. Werden wir jetzt definitiv bauen. Ich will jetzt bloß nur unten noch schnell nächste Teil ranpacken. Die Lust muss ja schließlich auch befriedigt werden. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier Sünden reinige, die nicht zu reinigen müssen. Aber okay. So, packen wir das auch noch dran. Und da kommt das Herz dann rein, alles klar. War schon mal ein gutes Herz. Und noch inneren Organe, die sind schlecht gewesen. Werden wir mal hier kurz aufwerten. Wir wollen ja nur gute Seelen rüberschicken, ne? Beläuterte Seelen. Dafür brauche ich dann 4, okay. Warte mal, Schatz, kannst du das mal vorlesen? Nee, lies mal vor. Jetzt lies mal bitte vor. Dankeschön, mein Schatz.
Paket amplifiziert. Weil ich kann ja jetzt gerade nicht auf andere Sachen zugreifen. Da müsste ich ja eigentlich oben auf das Flüchtlingslager zugreifen können. Ah, ja, 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 okay, okay. Ja, ich mach jetzt hier. Eins. Aber interessant, interessant. Oh, Seelenempfänger. Stellen wir dich hübsches Ding hin. Machen wir dich hier hin. Zack. Meines ist dann gleich gebrauchsfertig. Eine Planke und die anderen Teile. Warum werde ich denn jetzt gerade so bestraft, ey? Funktioniert jetzt erst, wenn wir alle ausgerüstet haben? Leichen von der Ferne kontrollieren. Ey, das wäre cool. Fällt mir gerade so ein.